Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Adobe Photoshop mit Ebenen arbeitet. Ich öffne über Datei öffnen ein Bild. Am besten nehmen Sie das Bild aus dem vorigen Workshop. Okay, nun muss ich mir zuallererst die Ebenenpalette einschalten. Übers Menü Fenster Ebenen erhalte ich hier die Ebenenpalette. Sie sehen, wie unser Bild bereits eine Hintergrundebene hat, die bereits hier, wie Sie sehen, gesperrt ist. Doppelklick hier auf die Ebene. Dadurch kann ich die Ebene umbenennen. Ich benenne die mal Bild. Bestätige das mit OK. Wir haben hier nicht nur die Ebene umbenannt, wir haben auch die Sperrung aufgehoben. So, nun möchte ich eine neue Textebene anlegen. Übers Textwerkzeug wähle ich das Textwerkzeug, halte ich hier neue Optionen. Ich kann hier die Schriftart einstellen, hier die Schriftgröße, hier die Schriftfarbe. Ich klicke dann mal hier ins Bild, klick und schreibe da einen Text hinein. Zum Beispiel Dietmar. Wenn ich möchte, kann ich diesen Text sofort markieren. Wichtig dabei ist, ganz in der Nähe der Buchstaben zu beginnen, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, wie ich möchte. Und wähle hier die gewünschte Schriftart aus. Und hier zum Beispiel die gewünschte Schriftgröße und hier die Schriftfarbe, die ich haben möchte. Mit OK bestätigen. Möchte ich jetzt diesen Text verschieben, aktiviere ich das Verschiebewerkzeug hier und kann meinen Text verschieben. Möchte ich nachträglich diesen Text verändern, muss ich ihn wieder markieren. Am besten, Sie machen das, indem Sie hier einen Doppelklick auf das Symbol der Textebene machen, klick, klick, erhalten wiederum die Markierung. Und nun möchte ich vielleicht die Schriftgröße wie folgt verändern. Ich markiere hier diesen Eintrag und tippe 25 ein, bestätige mit Enter. Aktiviere vielleicht wieder das Verschiebewerkzeug und verschiebe den Text nochmal. Okay, so gefällt mir das schon besser. Nun möchte ich rund ums Bild einen Rahmen einfügen. Ich möchte aber den Rahmen nicht direkt ins Bild reinzeichnen. Ich möchte den Rahmen in einer separaten Ebene erzeugen, sodass er jederzeit änderbar löschbar ist. Ich kann über dieses Symbol eine neue Ebene erzeugen. Sie sehen hier diese neue Ebene. Doppelklick auf den Text der Ebene, damit ich die Ebene umbenennen kann. Ich schreibe mal Rahmen hinein und bestätige das mit der Enter-Taste. Okay. Nun aktiviere ich hier das Auswahlwerkzeug und zeichne ungefähr von hier bis hier ein Auswahlrechteck. Interessant ist dabei Folgendes: Wenn Sie die Maustaste gedrückt halten, nicht loslassen, gleichzeitig auf der Tastatur die Leertaste gedrückt halten, können Sie dieses Auswahlrechteck verschieben. Also mit gedrückter Leertaste verschieben Sie das Auswahlrechteck. Lasse ich die Leertaste los, aber nicht die Maus, dann kann ich das Auswahlrechteck vergrößern und verkleinern. Sie sollten versuchen, das Rechteck so symmetrisch ins Bild reinzuzeichnen. Okay, so. Gut. Nun habe ich aber diesen inneren Bereich ausgewählt. Ich hätte aber lieber außen herum diesen Rahmen ausgewählt. Zu diesem Zweck muss ich die Auswahl umkehren. Übers Menü Auswahl. Auswahl umkehren, können wir die Auswahl umkehren. Ich vergewissere mich nochmals, dass ich hier die Rahmenebene aktiviert habe und kann hier eine Farbe einstellen, was ich möchte. Aktiviere hier das Füllwerkzeug und klicke hier in die Auswahl rein und erhalte dadurch rundherum einen Rahmen. Nun möchte ich das Füllwerkzeug ausschalten, damit ich nicht fälschlicherweise was fülle. Am besten, Sie schalten hier aufs Handwerkzeug um. Außerdem hätte ich gerne diese Auswahl aufgehoben. Übers Menü Auswahl, Auswahl aufheben, können wir das aufheben. Auswahl aufheben, nicht Auswahl umkehren. Okay. Nun habe ich hier drei Ebenen. Die Bildebene, kann die mal am Augensymbol ausschalten. Oder die Textebene schalte ich auch mal aus und ein und die Rahmenebene. Auch hier kann man Ebenen aus- und einschalten. Was mir nicht gefällt, ist, dass sich die Textebene hinter der Rahmenebene befindet. Ich packe einfach hier diese Textebene und schiebe sie so nach oben, lasse dann aus
und habe die Reihenfolge verändert. Sie können das hier sehen. Vielleicht aktiviere ich noch das Verschiebewerkzeug und positioniere meinen Text jetzt mal so, damit Sie das besser sehen können. Okay, nun möchte ich noch Ebenenstile einfügen. Ich mache hier auf die Rahmenebene, nicht am Text, sondern hier hinten einen Doppelklick und erhalte ein ziemlich großes neues Fenster mit den Ebenenstilen. Über diese Füloptionen kann ich verschiedene Ebenenstile aktivieren. Sie sehen, wie der Rahmen in dem Fall einen Schlagschatten erhält. Ich schalte es mal aus und aktiviere hier mal abgeflachte Kante und Relief. Sie sehen, wie der Rahmen abgeflacht wird und reliefartig erscheint. Wenn ich das noch genau einstellen möchte, klicke hier den Ebenenstil direkt am Text an und kann hier über diese Regler die Tiefe verändern oder hier die Größe verändern, weichzeichnen. Sie können das hier am Rahmen sofort sehen, die Änderung. Okay, wenn ich die Farbe des Rahmens noch verändern möchte, kann ich hier die Farbüberlagerung aktivieren und klicke dann nochmals diesen Ebenenstil hier am Text an, sodass ich hier die Details noch einstellen kann. Klick auf diesen Farbklecks und dadurch kann ich hier die Farbe verändern. Wenn ich die Farbe aus dem Bild herausholen möchte, gehe ich ins Bild. Ich erhalte eine Pipette und kann nun aus dem Bild Farben herausholen. Zum Beispiel die Farbe hier der Haare. So, bestätige das mal mit OK. Auch hier OK. Gut, nun möchte ich auch noch die Textfarbe anpassen und auch bei der Textebene Ebenenstile verwenden. Doppelklick hier am Textebenensymbol. Dadurch wird der Text wiederum markiert. Über dieses Feld kann ich die Textfarbe verändern. Wiederum hier oder auch aus dem Bild Farben herausholen. Ich hole mal die Farbe der Lippen heraus. Bestätige mit OK. Auch bei dieser Textebene möchte ich Ebenenstile verwenden. Doppelklick hier hinten. Klick, klick. Halte wieder meine Palette mit den Ebenenstilen. Dieses Mal aktiviere ich mal hier Kontur. Die Kontur wird hier noch am Text angeklickt und kann hier die Farbe der Kontur einstellen. Wiederum entweder hier die Farbe aufnehmen oder Farben aus dem Bild herausholen. Und mit OK bestätigen. Hier kann ich noch die Größe der Struktur einstellen. Mach das mal so. Bestätige wiederum mit OK. Also wir haben jetzt ein Bild mit drei Ebenen und können jederzeit die Ebeneneffekte nachträglich verändern, indem wir einfach hier doppelklicken und in dieser Palette die Änderungen, die gewünschten, vornehmen. Ich brich das mal ab mit Abbrechen. Okay, nun möchte ich mein Bild noch speichern. Wichtig ist, dass Sie das Bild auf jeden Fall im Photoshop-Format speichern. Nur dadurch wird gewährleistet, dass die drei Ebenen erhalten bleiben und dass auch die Ebenenstile erhalten bleiben, sodass Sie sie auch in Zukunft noch verändern können. Darum Datei speichern unter. Und wichtig hier, Format Photoshop ist bei mir eh schon voreingestellt. Ich schreibe vielleicht da nochmal hin mit Text und Rahmen und speichere das ab. Mit OK bestätigen. Möchte ich nun dieses Bild auch irgendwo verwenden, ja, zum Beispiel im Internet oder in Microsoft Word einfügen, dann muss ich das Bild nochmals in einem Format abspeichern, das vom Internet und von Microsoft Word auch verstanden wird. Photoshop-Format funktioniert in dem Fall nicht. Darum muss ich das Bild nochmals abspeichern. Datei speichern unter. Und dieses Mal wählen wir hier ein anderes Format. Dieses Format. JPG. Aktiviere ich hier. Sie sehen, wie Photoshop hier automatisch Kopie dazu schreibt. Das brauchen wir nicht. Wir können das einfach markieren und mit der Entferntaste entfernen. Es geht so auch in Ordnung. Jetzt Klick auf Speichern. Wir erhalten die JPG-Optionen und können hier über die Optionen bestimmen, ob wir eine kleine Datei haben wollen, also die speichermäßig klein ist, aber dafür eine niedrige Qualität hat. Ich entscheide mich für eine große Datei mit maximaler Qualität.
bestätige das mit OK und habe mein Bild nun auch so gespeichert, dass ich es im Internet verwenden kann oder in Microsoft Word verwenden kann.